Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. In der letzten Folge, meine lieben Damen und Herren, haben wir endlich das... Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. So, Nuri, wir haben das... Sag mal, Nuri... Du kannst wieder aussteigen. Los geht's. Na gut, war eh langweilig. Wir haben unseren Kompass... Dann nehmen wir die Nuri jetzt mit und besuchen den Mann auf der Fähre. Komm mit. So, Fährmann. Fährmann? Huh? Es kann losgehen. Aha. Ist Nuri jetzt da? Ich denke ja. Komm, Nuri, wir fahren los. Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Huch. Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Na, klasse. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron... Es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Puh. Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron? Hm? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie... Wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Was? Puh! Das kam jetzt überraschend. Es ist natürlich klar, was ich nehmen werde. Ich werde nur jetzt die Wahrheit sagen. Das ist zwar hart, aber... Wie gesagt, ich wollte sie ja nie anlügen und jetzt, das wird jetzt nach hinten losgehen, aber wir müssen es machen, leider. Nuri, ich muss... Also, es ist so. Warte, ich löse deine Zunge. Was hat... Was wolltest du mir sagen? Ach,
Ich erzähle es dir morgen. Rabe! Psst! Der arme Geron! Du wächst ihn noch auf! Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel also. Oh-oh. Guten Morgen, Nuri. Schon wach? Wegen gestern Nacht. Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Ich glaube, Nuri weiß mittlerweile, was los ist, oder? Wie hieß dieses seltsame Tier gleich noch? Regenbogenbiber, Nuri. Regenbogenbiber. Richtig. Regenbogenbiber. Okay. Sie hat es gerade versucht zu testen, also... Ja, sie weiß es. Hätten wir es ja mal gestern schon gesagt. Aber wir hatten keine Wahl, wir wollten es tun. Die Programmierer sind schuld! Der Delik! Warum tut ihr sowas? Okay. Wir brauchen ein Paddel. Kann ich nicht einfach das Beil nehmen? In einem Stück wäre es nützlicher. Das glaube ich allerdings auch. Karren, alles klar. Okay, Moment. Gut. Karrenarm. Was haben wir hier noch? Nicht? Okay. Dann aber nichts mehr. Schon haben wir unser Paddel. Spaten. Okay, na dann. Auf ins Bootswrack. Das Boot sieht noch gut aus. Findest du? Nein, du hast recht. Die herausgebrochenen Planken liegen noch im Boot. Das lässt sich noch alles richten. Also, auf Deutsch nehme ich jetzt den Zauber von Nuri. Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt. Siehst du? Wunderbar. Fehlt nur noch ein Paddel. Wir haben doch ein Paddel. Auf nach Fanglari. Wo sind wir denn hier gelandet? Zu stark verwurzelt, um ihn umzustoßen. Da haben wir aber unsere Es kommt mir gerade alles ein bisschen sehr seltsam vor hier. Es gibt immer einen Weg. Okay, hohler Baum. Löchriger Stiefel. Bevor ich darüber gehe, diesen hohen Baum, gucke ich mich hier natürlich erstmal um. Seltsame Pflanze. Wenn ich die Pflanze einfach abreiße, stirbt sie. Dann schimpft Nuri wieder. Okay. Spaten. Au, das Zeug brennt. Namenloses Gewächs. Was war das denn jetzt? Okay, wir haben eine Spuckpflanze. Weiter geht's hier nicht in die Richtung. Über die Statue wundert er sich anscheinend nicht. Ich rede nochmal mit Nuri, vielleicht können wir sie jetzt zum Reden bringen. Geron,
Welche Farbe hat Fanglaris Himmel nochmal? Oh oh. Fanglaris Himmel ist grün wie die Weiden im Sommer und die Sterne funkeln den ganzen Tag über. Grün, so war's. So ein Mist. Ich bin überlegt, ob ich einfach eine falsche Antwort sage. Ohne Seil kommen wir nicht hinab. Aber ich weiß auch nicht, ob das die richtige Variante ist. Ich weiß es nicht. Zu kurz, um daran bis nach unten zu klettern. Aber hier ist ein Seil im Boot. Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nori nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Okay. Ohne Seil kommen wir nicht hinab. Ja, du hast doch ein Seil. Stell dich so an. Nori? Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Licht? Nori, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Ich glaube, ich höre es atmen. What the fuck, was ist das? Es darf uns nicht sehen. Was macht das? Anscheinend nichts Intelligentes. Ein V? Nur eine Statue. Wir sollten hier nicht sein. Ein Herold aus Fanglari. Er heißt uns willkommen. Woher willst du das wissen? Gibt es noch mehr dort, wo wir hingehen? Oh. Warst du das? Ein Lichtpfau. Wie hat sie das gemacht? Nochmal bitte. Dieser Lichtpfau war einmal auf den Höhleneingang gerichtet. Wie lange muss das her sein, wenn vor seinem Schnabel inzwischen Felsen gewachsen sind? Dieser Lichtpfau war einmal auf den Höhen. Wie lange muss das? Ich dachte, sie macht ihn eventuell nochmal an. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Okay. Nori? Hast du eine Idee, wie wir an dem Wächter vorbeikommen? Vielleicht sieht es uns nicht, wenn wir es nicht sehen. Wir müssten nur unsere Augen schließen. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Kannst du die Höhle komplett verdunkeln? Ich weiß nicht, aber danke für deine Anregungen. Gern geschehen. Okay. Danke noch einmal für dein Geschenk. Es bedeutet mir sehr viel. Du musst keine Worte dafür finden. Berühre die Statue noch einmal. Alles klar, müssen Nori das sagen. So schön. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren. Jetzt kann ich bestimmt... Hier hinter, alles klar. Was haben wir denn hier? Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Aber wir haben noch ein Netz dabei. Hallo? Was ist eigentlich das hier für ein riesiges Vieh? Guckt euch mal den Riesenwurm hier an. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Ach du Scheiße. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten.
Das wollte anscheinend auf das Vieh losgehen. Alter Schwede, was für ein Vieh, ey. Krass. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür, ihr Leben zu riskieren. Sie hat offenbar gehofft, die Kreatur mit einem Spiegel besiegen zu können. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Versteinerte Fledermaus. Alter, dieses Riesenvieh, guck dir dieses Ding mal an. Das ist endkrass. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Wie ein versteinerter Käse. Alles klar, das werden dann diese... Alter Schwede. Wie sollen wir jemals unbemerkt an dem Wächter vorbeikommen? Das kann ich dir nicht sagen, Geron. Zu fest verkeilt. Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Okay, haben wir noch selbst den einen Spiegel? Nee, okay. Und hier haben wir noch einen. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Wie ein versteinerter Käse. Wir haben jetzt den neuen Spiegel. Ah, ich habe eine Idee. Okay, wir gehen zu Nuri. Alles klar, Öllampe. Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Okay, wir müssen das Lampenöl... Ich probiere es mal mit der Lampe, also es ist jetzt ziemlich dämlich, aber warum nicht? Ach, zerbrochene Öllampe, alles klar, jetzt raff ich's. Das. Was hat er gerade gesagt? Moment. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Alles klar, okay. Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Es fehlt ein Docht. Okay. Docht für die Öllampe. Vielleicht der Pilz? Ich weiß nicht. Haben wir hier noch was? Nicht wirklich, aber ich würde gerne das, den Spiegel hier aufstellen. Nicht sehr schlau. Ich dachte, der kann vielleicht so dann in das Auge des Monsters. Puh, okay. Kann ich vielleicht mal so aus Spaß und Tollerei? Der Spiegel ist aus Metall. Okay. Wozu noch mehr Schaden an? Ist der kaputt oder wie? Loch bleibt Loch. Okay, der Stiefel ist kaputt. Kann ich vielleicht die Libelle da reintun? Unwahrscheinlich. Die Maus, die Fledermaus da rein? Das ist keine Hilfe. Nicht, okay. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man zweimal vom Blick getroffen wird. Prisma vielleicht in die Lampe rein? Das bringt nichts. Okay. Ich habe ziemlich viel Zeug dabei auf einmal. Ach, jetzt macht er das auf einmal, oder was? Wasserschlauch mit Lampenöl. Okay. Probiere mal. Ach so, alles klar, verstehe, okay. Wir nehmen den Spiegel, Moment. Spiegel.
und platzieren ihn da. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und drehen den V noch einmal. Ja, ich nehme immer noch auf Elias Bolt. Na nö. Okay, so weit geht er noch nicht runter. Was bringt mir das jetzt? Puh. Ja gut, was uns das bringt, erfahren wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich hoffe ja, dass wir das Monster irgendwie blenden können oder so. Und bis dahin sage ich mal adios, bis morgen. Oh, der Wurm, ey. Krass, das Vieh.